Ich hab geklingelt. Moin, hier ist die Deutsche Post. Oh mein Gott! Ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem ultra krassen Special Video, denn ich werde heute meinen größten Fan überraschen mit einer 2000 Euro Brawl Stars Mystery Box. Und das Lustige ist, er hat noch gar keine Ahnung. Seine Mutter hat es ihm nämlich noch nicht erzählt, Leute. Und ja, warum besuche ich ihn überhaupt? Er hat tatsächlich das Gewinnspiel von meinem neuen Buch Die YouTuber Schule gewonnen und war der Glückliche, der es geschafft hat, unter den Vorbestellern eben, ja, das Ganze zu gewinnen. Und das Witzige ist, er weiß es eben noch nicht. Es sind nicht nur krasse Brawl Stars Sachen in der Kiste drin, sondern auch etwas ultra, ultra teures, was über 1500 Euro kostet. Und zwar das hier. Ihr seht es jetzt noch gerade verpixelt, aber ich glaube, er wird komplett ausrasten. Ich würde sagen, wir machen es jetzt mal auf den Weg. Ein bisschen müssen wir fahren und ich würde sagen, let's go. Alles ist im Kofferraum verladen, Leute. Heute fahre ich mal nicht mit dem Lambo und ich würde sagen, los geht's. Leute, ich bin wirklich sehr, sehr auf die Reaktion gespannt, weil das ist so ziemlich das teuerste Geschenk, was ich je so einem Zuschauer geschenkt habe. Deswegen, ja, seid wirklich gespannt, was drin ist, Leute. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los und sehen uns dort. Okay, Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall angekommen. Sieht auf jeden Fall hier ganz nett aus und ihr seht auf jeden Fall, wir haben einmal hier das Paket. Ich habe noch 4 extra Autogrammkarten dabei. Und jetzt gilt es auf jeden Fall, ja, den lieben Elias zu überraschen, Leute. Das heißt, wie gesagt, er weiß noch gar nichts. Das ist das erste Mal, dass der Zuschauer noch gar nichts weiß. Ich würde sagen, wir schleichen uns jetzt mal zur Haustür. Okay, Leute, ich habe geklingelt. Ja, klar. Die Deutsche Post. Okay. Moin, hier ist die Deutsche Post. Sondersendung. Hallo. Hi Elias, na? Was geht, was geht? Hallo. Oh, bist du? Oh. Ja, du siehst schon, Brawl Stars Mystery Box für dich. Ja. Hast du eine Idee, warum? Weil ich wegen der Gewinnspiel. Mhm, genau. Ich konnte leider letzten Freitag nicht kommen, weil ich auf Freizeit war. Alles gut, also ich hatte ja noch eine Autogrammstunde in Thalia, ja, ne? Ja, hab ich gesehen. Genau, aber guck mal, dafür hast du was viel krasseres. Du hast eine komplette Box von mir und ich besuche dich zu Hause. Ja, ist okay. Cool. Okay, sollen wir erstmal reingehen? Ja. Okay. Ja. Aha, und hier ist noch jemand? Das ist der Mann und das ist der Benjamin. Servus, servus. Servus. So, jetzt kann ich dir auch nochmal die Hand geben, Elias. Ja. Sag. Hier habe ich sogar das Foto von dir. Oha, das ist hier dein Zimmer? Ja, und die Autogrammkarte. Darf ich das so ein bisschen zeigen? Ja. Okay, also hier haben wir erstmal das Foto, oh mein Gott, von der Mediamarkt-Autogrammstunde. Da warst du am Start. Ja. Das habe ich tatsächlich auch zugeschickt bekommen, sehr cool. Ja. Oh, Spike hast du hier gemalt, geil. Ja. Tick. Und auf jeden Fall, oh lol, 3 Autogrammkarten. Einmal vom Burger Pommes, dann nochmal mit dem iCrimex Drop und vom Eierkopf. Liebe Grüße. Ey, richtig geil. Also würdest du sagen, du bist so ein Brawl Stars Fan auf jeden Fall auch? Ja, ich habe... Soll ich dir kurz mal meinen Brawl Stars Account zeigen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Boah, hast du ja auch so ein kleines iPad zum Zocken, richtig geil. Ja. Boah, bin ich mal gespannt. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ja, ich habe es extra noch gesagt, ne? Also die Mama auf jeden Fall, liebe Grüße, die steht ja gerade hinten. Ja, sie hat mir gesagt, ich soll nur dieses Foto senden. Ja, ja. Ist auf jeden Fall alles heimlich und damit es eine coole Überraschung wird. Okay, nice. Alter, 13.300 Pokale hast du am Start. Elias, sehr krass. 52 Brawler, auch stabil. Okay, okay. Boah, oder hier nach Seltenheit haben wir. Alter, du hast schon auch 5 Legendäre. Sehr krass. Ja. Geil, was ist dein Lieblingsbrawler, würdest du sagen? Daryl, den habe ich auch auf 557 Pokalen. Alter, okay, okay. Digga, das ist sehr nice. Und aus der letzten Megabox auf meinem anderen Account habe ich Kit gezogen. Wirklich? Ja. Boah, das ist stark, das ist stark. Ja. Ja, wir können auch noch gleich so ein 1 gegen 1 oder sowas machen, wenn du Bock hast. Okay, okay. Das ist immer so dein Account. Sehr geil. Okay, und ich sehe auch schon, Alter, hier Paul Berger Limo am Start. Ja. Feierst du auch? Ja, und ich habe das Buch hier. Oh, let's go. Leute, das hat dir zu dieser Box verholfen. Ja. Geil, geil. Hast du auch schon den ersten Teil eigentlich? Ja, hab ich. Oh, okay, nice. Aha. Boah, den sehe ich auch schon Prime, die Bayern München Prime, ne? Ja. Geil, das ist heftig. Alter, sehr aber geil. Aber nicht vorbestellt. Das normal gekauft, ne? Ja. Hast du auch gelesen? Ja. Wie fandest du es? Gut. Okay, freut mich, freut mich. Ja. Alter, hier sehe ich auch hier nochmal den Eierkopf-Merch. Ja.
Geil, liebe Grüße an Kevin. Und ich habe hier auch den Merch an. Ja, guck mal, ey, wir haben genau das gleiche Shirt heute an, oder? Ja. Mega geil. Ey, wir müssen auf jeden Fall noch gleich ein cooles Bild machen. Wir können ja mal die Box, ich weiß nicht, in euer Wohnzimmer schon mal bringen oder so. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht nochmal gleich so ein kleines Brawl Stars, eins gegen eins, vielleicht auch mit deinen Freunden, wenn die auch Bock haben. Aha, moin, noch jemand am Start. Hi, na? Alles gut bei dir? Ja. Wie heißt du? Emil. Wie alt bist du? 8. Oh, sehr krass. Und du bist auch fleißiger Brawl Stars Zocker oder nicht so? Nee, du nicht? Roblox. Ah, Roblox, okay, das ist auch sehr cool. So Leute, ich mache jetzt erstmal... Ich habe eine Katze. Oha, die Katze auch noch. Wie heißt die? Der eine heißt Duman und die andere heißt Penny. Aha, moin. Leute, ich würde sagen, ich mache mal kurz die Kamera aus. Ich muss mal erst richtig Hallo sagen und dann geht's gleich vielleicht schon sogar zur Brawl Stars Box. Let's go. So, Freunde, wir machen jetzt nochmal ein Brawl Stars Showdown 1 gegen 1. Wir alle vier gegeneinander, würde ich sagen. Ja. Wer tippt ihr, wer wird gewinnen? Was meint ihr? Ich. Du? Ja. Okay, wir müssen mal kurz die Profile abchecken. Also du bist ja Elias hier. Wir haben dein Profil ja schon gezeigt hier mit 13.000 Pokale. Dann, wer von euch ist Boss? Ich. Du bist Boss. Bin ich mal gespannt, ob du auch wirklich der Boss bist hier. Nein, ich hatte einfach keine Idee. Ich ja, okay, alles gut. Wir haben auf jeden Fall 5.800 Pokale. Mhm. 38 Brawler. Okay, Edgar am höchsten. Nice. Und dann, du bist der Gamer for Life bei 1-1. Oh, du hast die meisten Pokale. 19.400, das ist crazy. 66 Brawler. Wir sind auch alle im selben Club. Ah, ja, hier in diesem Dynamike, ja, ne? Okay, geil. Ich würde sagen, ihr nehmt einfach den Brawler, den ihr am meisten feiert oder so. Mach, komm, doppelte Ärger, die ist vielleicht ein bisschen cooler. Okay, okay, Leute. So, oh, wen soll ich nehmen? Okay, dann schon Brawler. Ich nehme mal den Kollegen hier. Okay, ich bin bereit. Wie sieht's bei euch aus? Ja, bin bereit. Ich suche gerade noch kurz was. Ich finde es aber leider nicht. Doch. Okay. Also Leute, schreibt euren Tipp jetzt in die Kommentare. Und gleich geht's dann, wie gesagt, zur Brawl Stars Mystery Box. Okay. Ich habe auch Bots ausgemacht, also nur wir vier, ne? Ja. Alter, wir haben zweimal Edgar und einmal Mac. Das ist witzig. Das war irgendwie klar. Aber ich verstehe ich auf jeden Fall. Also Edgar ist natürlich schon nice in Showdown. Vor allem jetzt ohne Teaming. Elias. Ja. Mhm. Okay, Leute. Ich habe auch schon mal einen ganz guten Start hier erwischt. Oh. Let's go. Mist, ich bin besiegt. Okay, okay. Es tut mir so ein bisschen leid gerade. Ja, hier wird Mac weggefetzt. Aha, okay, okay, ich merke schon. Oh, 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 okay, okay. Ich muss aufpassen hier. Ich merke schon hier, die Mac hat schon gut hier Standpunkt verteidigt. Boah, 5 Cubes. Wo ist denn der dritte? Ah, oh, lol. Oh, entspannt, 8 Cubes. Kann man machen. Kann man machen. Das war's komplett. Oh, oh, oh. Rudi, was los? Nein! Mann. Ey, nein, nicht die Cubes! Ja, moin. Okay, das wird schwer. Das wird richtig hart schwer. Oh mein Gott, okay, das wird no joke sehr schwer. Oh mein Gott. Okay, nice. Einmal, immerhin die Ulti weg jetzt. Oh mein Gott, okay, Leute, ey, das wird jetzt richtig spannend. Oh mein Gott, das wird richtig spannend. Oh mein Gott. Ach nein. Jetzt. Und Scan! Nein! Er hat aber die Ult, was? Wie? Nein! Oh mein Gott! Ey, GG! Stark! Hast du auf jeden Fall gut gespielt, Mann. Leute, ich würde sagen, das war schon intens, aber GG, geiles Game. Und ich würde sagen, vielleicht bist du jetzt bereit für die Brawl Stars Mystery Box, oder? Ja. Okay, Leute, ich hole die Box. Let's go. Dann, Elias, ich würde sagen, du siehst die Box. Ja. Ich hoffe, du hast Bock. Ja. Es kann losgehen. Mal schauen, was drin ist. Am besten holst du immer eine Sache raus. Ja. Und vielleicht so blind, weißt du? So immer so eine Sache blind rausnehmen. Ja, das habt ihr auch eben, ne? Okay, let's go. Also ein paar der Sachen, ne, könnt ihr euch auch teilen, also wie ihr wollt, wie ihr Bock habt. So. Eine Seite zulassen. So, einfach hingreifen. Einfach hingreifen. Ich hab schon so eine Ahnung. Okay, okay. Okay, die erste Sache kannst du dir schon mal hier nehmen. Und let's go. Brawl Stars. Sonst sieht das. Brawl Stars Schuhe. Einfach mal Spike schlappen für zu Hause. Ich weiß nicht, ob die passen. Nee, ich glaube, die passen meinem Bruder. Okay, dann sind die für den Bruder. Okay. Die nächste Sache. Oh, das ist sogar geil. Ich glaube,
Okay. Ja, ein Schulranzen. Oh mein Gott, ein Brawl Stars Schulranzen. Also je nachdem für wen, ne? Von euch, vielleicht für irgendjemanden. Ja, ich glaube, der ist auch für meinen Bruder. Ja, das ist perfekt. Kannst du auch mal zum Beispiel öffnen in der Mitte, weil da sind noch ein paar extra Sachen drin. Aha. Man glaubt es nicht, aber Leute, da sind noch ein paar extra Sachen drin. Auch mit Augen zu? Nee, komm, kannst du so machen. Und zwar ist hier noch drin ein komplettes Set, ja, ein Mäppchen. Ah. Das Mäppchen komplett. Das ist für den neuen Schulanfang für meinen Bruder. Dann hier noch eine komplette Sporttasche mit Brawl Stars. Und nochmal, es geht weiter, Geldbeutel. Ein Brawl Stars Geldbeutel. Genau, das war die nächste Sache. Aber, ja, es sind noch ein paar Sachen drin. Okay, und das ist das nächste. Das Hausaufgabe von uns. Oh, das wollte ich. Das wollte ich haben. Ey, das ist no joke richtig geil. Kann man wirklich alles eintragen, ist komplett von uns designt. Ja. Und perfekt, ne? Fürs Geld neue Schuljahr. Geld gespart. Ja, genau. So kann man es machen, Leute. Und die nächste Sache. Oh. Boom. Brawl Stars Päckchen. Ja, und zwar nochmal deutlich mehr als nur eins, ne? Wollen wir ein Opening kurz machen? Ja, ja, okay, lass Opening machen. Jetzt oder gleich? Lass jetzt machen. Die Frage ist, wer hat den Goldbrawler? Und? Lass schon mal nicht raus, Jessie. Okay, wir haben einmal Jessie, das ist das erste. Dann haben wir einmal Tara. Let's go, okay? Oh mein Gott! Nein, Mann! Er hat Gold Crow! Oh mein Gott! Ja. Ich hab schon den normalen. Ey, irgendwie, du hast Glück, Lilias. Muss ich dir lassen, ja, ne? Erst gewinnt er Gewinnspiel, dann noch Gold Crow. Sehr, 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 sehr heftig. Okay, dann schauen wir mal bei dir. Mr. P, let's go. Auch sehr geil. Und jetzt kommt noch meiner, Leute. Hoffentlich habe ich auch ein bisschen Glück. Ich kriege, Digga, Penny, was soll das? Ich hatte am meisten Glück. Ja, auf jeden Fall, Elias, am meisten Glück hier. So, weiter geht's hier. Und noch ein Buch. Freundebuch. Das Brawl Stars Freundebuch. Kann man auch habe ich mal auf Amazon verschenken. Ja, das ist schon stark, oder? Okay. Ein Brawl Stars Leon-Regenschirm. Ein Leon-Regenschirm. Willst du mal aufmachen? Ja. Das ist schon geil. Ich hab da auch mal so was gemacht. Ja. Ich hab halt da ist unten noch die Juwel dran. Genau, erstmal diesen. Das muss da wegziehen, dann muss man es noch so aufmachen. Ich mach schon das hier auch schon. Und jetzt noch ein Juwel dran. Alter, Leute, stimmt. Und. Deckung. Bam! Oh. Ein Leon-Regenschirm. Schon geil, oder? Ja. Damit wird man unsichtbar im Regen, Leute. Ja, weiter geht's. Und ein Sammelheft. Ein Brawl Stars Sammelalbum. Und ich gebe es jetzt einfach mal dazu, es gehört ja dazu. Brawl Stars Booster Packs. Wow, richtig viele. Und zwar richtig, richtig viele. Lass vielleicht auch nochmal ein Opening Battle machen, oder Jungs? Ja. Ganz wichtig, die krassesten Karten sind so Gold-Holo-Karten, also goldglänzend. Ja. Ich würde sagen, komm, dieses Mal Elias, du kannst starten. Okay, Leute, mal schauen. Let's go. Mal schauen, was er für Karten hat. Einmal hier rosa. Ash. Ein Juwel. Stu. Und Shelly. Shelly in Holo, nicht schlecht. Ja. Am Ende können wir dann meine anwenden und auch so. Oh ja, okay, okay, machen wir. Bin mal gespannt, was du drin hast. Okay. Aha. Falsch rum. Oh. Einmal Brock, dann Mr. P. B. Leon, nicht schlecht. Alles gut. Und Jessie Holo. Okay, okay. Ich würde sagen, ähnlich. Du dran. Oder okay, du bist dran. LOL, er hat eine Gold-Holo! Halt Gold-Holo, Digga! Einfach Gold-Holo gezogen! Stark, Emil! Genau, ihr seht, Leute, die schimmert golden und davon gibt es so 4 oder 5, das sind die seltensten Karten. Er macht einfach Pokerface, es juckt ihn gar nicht, dass er Gold gezogen hat. Und nochmal Poco und nochmal Pam. Okay, dann, ich würde sagen, du. Okay. LOL! Auch Gold Holo, was? Gold Holo, einfach El Primo. Gold El Primo. Rosa. Rosa nochmal, zack. Jessie. Jessie, stark. Ruffs. Ruffs nochmal. Und 10 Juwelen. Und nochmal 10 Juwelen, stark. Jetzt bin nur noch ich dran. Darf ich natürlich dein Pack aufmachen? Ja. Darf ich? Okay, nice. Hoffentlich gönn's auch bei mir mal. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Glück als bei den. Als bei den Packs. Einmal. Coco nochmal. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe was. Ja, du hast eine Gold. Oh ja, ja, ja. Griff, willkommen. Ja, egal, komm. Gold Leon! Let's go! Was? Oh mein Gott! Okay, das ist die krasseste Karte. Oh mein Gott. Nein!
Let's go, Leute, ihr seht. Oh mein Gott. Okay, das ist die krasseste Karte, aber die schenkt dir natürlich. Danke. Der Liner. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, es geht weiter. So langsam. Ja. Komm, ja. Da kommt noch was richtig Großes, was du gerade hast. Oh mein Gott. Oh. Alter. Mortis, Crow, Leon, Spike und Colt. Das sind die XXL-Figuren. Okay. Das ist ein Juwel. Ein Original-Kissen. Das Juwel. Ein Mini-Juwel. Kissen. Ja, nein, ja, ein bisschen klein für den Kopf, aber so als Schlüsselanhänger ist ja, das so quasi. Ja, so als Schlüsselanhänger. Bisschen großer Schlüsselanhänger, aber ja, trotzdem sehr nice. Und die gratis, die Burger Pommes Limo. Einfach die Burger Pommes Limo. Hast du die schon mal probiert? Nein. Nein? Aber wurde die euch wirklich mal geklaut? Ist ja noch für mich, die wurde uns wirklich geklaut. Also wir haben zwei Stück, vielleicht eine schon mal probieren, was meinst du? Ja. Magst du Apfel oder nicht so? Ja, ich mag. Okay, okay. Der Test, Leute. Burger, Pommes, Limo. Immer geschäumt. Das Paket war ein bisschen rückelig bei der Autofahrt. Okay, jetzt aber der Test. Ich hoffe, die ist nice. Die ist richtig geil. Ist geil? Ja. Let's go, Leute, ihr habt's gehört. Burger, Pommes, Limo, GG. Okay, also Limo war nice. Noch was drin. Noch mehr. Ja, das ist nice. Okay, okay. Ja! Oh, er hat. Okay. Was ist das? Du hast das Mystery-Paket gezogen. Ich sehe es schon ein bisschen. Ja? Sieht man es schon oder nicht? Ist das? Ja. Man sieht es ganz schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Alter. Ein iPhone 15. Das ist ein iPhone 15 Pro Max, nagelneu. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, komm, okay, öffne, öffne, öffne. Noch zwei Sachen sind drin. Beruhige dich gleich. Okay, komm, erstmal das iPhone, komm. Jetzt sind wir dabei. Das beste Gefühl, das beste Gefühl, wenn man das öffnet. Ja, Mann. Die Laschen sind noch dran, Leute. Bam. Er muss reanimiert werden, geil. Oh mein Gott. Ganz vorsichtig öffnen. Oh mein Gott. Das krasseste Handy, was man aktuell, würde ich sagen, kaufen kann. Mit neuem LAN-Adapter. Und boom. Nochmal den ersten Start. Das erste Mal anschalten, was meinst du? Okay. Richtig geil. Let's go. Damit kann man übrigens auch sehr, sehr gut Brawl Stars spielen. Ja, ja. Sehr gut. Okay, also vielleicht legen wir es sicher hin, dass es nicht runterfällt. Ja, na? Nimm das mal. Aber auf jeden Fall. Stark. Das war übrigens natürlich auch vom Buch, ne? Der Gewinnspielpreis. Der Rest ist extra. Du hast noch, komm, die letzten zwei Sachen kannst du einfach noch so sehen. Okay. Das ist noch Kleinigkeit. Und zwar einmal so ganz viele Brawl Stars Sticker. Und noch einmal, würde ich sagen, hier ein Leon Geldbeutel. Dann ist der zweite Preis, oder? Ja, hast du richtig, hast du richtig die gesehen. Die Sticker kannst du haben und den Geldbeutel auch. Geil. Ja, Elias, ich hoffe, ja. Ich hoffe, du hast dich gefreut. Ja. So, einmal hier feierlich und danke. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit den ganzen Sachen. Gebt ihr auch alle Like. Ja, ich habe schon abonniert. Und sollen wir jetzt gucken? Ah ja, genau, zeig nochmal. LOL, was? Oh mein Gott. Digga, das sind ja richtig viele. LOL. Alter, woher hast du die? Keine Ahnung. Hast du echt die ganzen Packs gehabt? Ja, ich habe alle gehabt. Krank. Digga, das ist heftig. Okay, geil. Ey. Sehr geil, ihr habt's gesehen. Ich würde sagen, lasst doch mal einen fetten Like da, kostet das Abo. Elias, viel Spaß mit den ganzen Sachen. Ciao, ciao.